Hallo liebe DJ-Freunde, willkommen zurück zu DJ Reverbs DJ Challenge und Tag Nummer 17 mit der heutigen Aufgabe, die uns Thorsten gestellt hat. Welche Taste deiner DJ-Technik hast du noch nie benutzt? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, der ich mich vorhin auch erstmal stellen müsste. Von meinem DJ-Deck, das heißt von meinem Pioneer XDJ R1, den ich benutze, kenne ich so gut wie jede Taste, muss allerdings auch zugeben, dass ich zwei Tasten bis vor, ich glaube, ein paar Wochen noch gar nicht kannte, wobei ich mittlerweile schon fast 2 Jahre mit diesem Deck arbeite und dann zum Beispiel noch keine Taste kannte, die mir zeigte, wenn ich mich zum Beispiel dran bewege, dass ich hier, so wie ihr es gerade auf meinem Monitor seht, durch mein Archiv durchscrollen kann mit dieser Taste und wenn ich draufdrücke, diesen Titel direkt in eins meiner Decks laden kann. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das hat mir mein Kollege DJ Daniel aus Darmstadt gezeigt an einem anderen Pioneer-Deck. Was man nicht alles weiß. Mittlerweile kenne ich aber jede Taste von meinem Pioneer-Deck. Dafür kenne ich noch nicht jede Taste in meiner DJ-Software, meinem Virtual DJ, da ich mich eigentlich immer nur mit den grundlegendsten Dingen beschäftigt habe. Deswegen habe ich mich gerade die letzten 10, 15 Minuten mal ein bisschen hingesetzt, habe mal so diese ganzen Tasten und Buttons durchgeguckt, um mal rauszufinden, was kenne ich noch nicht, was habe ich noch nicht verwendet, ist vielleicht sogar irgendwas dabei, was sehr interessant ist. Und ich habe tatsächlich zwei Funktionen gefunden, die kannte ich noch gar nicht. Da war ich ganz erstaunt drüber, dass ich die sogar jetzt so ganz einfach benutzen kann. Und das möchte ich euch mal zeigen. Dafür nehme ich euch jetzt wieder mit auf meinen Desktop in mein Virtual DJ mit rein. Ich habe schon zwei Tracks, zwei lizenzfreie Tracks in mein Deck reingeladen, damit dieses Video später bei YouTube nicht gesperrt wird, weil wieder irgendwelche bekannten Titel verwendet worden ist. Ihr kennt das ja, wenn ihr selber mal Musik hochgeladen habt. Ich zeige euch das ganz kurz. Wir starten mal. Wir starten hier mal mit dem einen oder anderen Titel von meinem Lieblingsinterpreten David Ember, von dem ich gerne lizenzfreie Musik verwende. Und eine der wenigen Tasten, die ich zum Beispiel noch gar nicht kannte, ist einerseits, ich benutze sehr, sehr häufig oder öfter mal gerne diese Break-Start-Funktion. Das ist die hier. Und die können wir jetzt separat aktivieren oder deaktivieren. Und das ist zum Beispiel das hier, was ich sehr, sehr gerne verwende. Ihr kennt das, wie als wenn man eine Schallplatte anhält oder auch wie als wenn man sie wieder startet. Das ist sowas, das verwende ich am meisten. Was ich aber zum Beispiel nicht wusste, ist, dass wir hier noch viel, viel weitere Funktionen haben, wie zum Beispiel ein Echo, ein Beatgrid, ein Backspin. Gut, der Backspin ist der Klassiker, den kennt ihr bestimmt auch, wenn man den aktiviert. Ganz klassisch, als wenn ihr eine Vinyl nach hinten durchschmeißt. Und da sind noch viele andere Funktionen mit dabei, die man, wie gesagt, aktivieren kann. Da habe ich mich eben mal ein bisschen beschäftigt und was ich sehr, sehr toll fand, war zum Beispiel dieser Wah-Wah-Effekt. Den fand ich früher von meinen CDJ 200, die ich gerne benutzt hatte. Die hatten so drei Knöpfe mit dabei. Ein Zip, Jet und Wah-Effekt. Die vermisse ich heute ein bisschen, habe ich früher sehr, sehr gerne mitgespielt. Und diesen Wah-Wah-Effekt, den habe ich jetzt wiedergefunden. Da filtert er zum Beispiel ein bisschen drüber. Das kann man dann auch ein wenig verändern. Also auch etwas sehr, sehr Schönes, was ich sehr, sehr toll fand. So, die zweite Funktion, die ich wirklich noch gar nicht kannte, über die ich sehr, sehr überrascht war, ist, ich verwende öfter künstliche Instrumente mit drin, um die Leute am Tanzen zu halten. Dafür speziell habe ich übrigens noch ein anderes Video angefertigt, was die nächsten Wochen online geht, wie ich euch einen kleinen Trick zeige, wie ihr Leute am Tanzen haltet mit künstlichen Effekten. Und die verwende ich zum Beispiel wie hier. Ihr hört das jetzt bestimmt, da läuft ein künstlicher Bass drin. Und früher habe ich den immer hier angemacht und habe hier darüber die Lautstärke geregelt. Musste dann immer ein bisschen nachregeln und so weiter, live auf der Veranstaltung. Das war immer sehr schwierig. Ich wusste gar nicht, dass ich hier einen separaten Lautstärkeknopf habe, über den ich diese ganzen Sachen dann zum Beispiel auch regeln kann. Das ist mir ganz, ganz neu. Jetzt will ich natürlich mal gucken, ob der an meinem DJ-Deck dann auch dran ist und ich dann hier die Lautstärke, die man übrigens für jeden einzelnen Effekt hier zum Beispiel auch separat regeln kann. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Sache.
Macht gar nichts. Das waren zwei Funktionen, die kannte ich zum Beispiel noch gar nicht in meiner aktuellen DJ-Software zu Tag Nummer 17 von DJ Reverbs DJ Challenge. Ein paar andere schöne Dinge, die virtuell DJ zum Beispiel anbietet, wenn man auch andere Skins zum Beispiel verwendet, so wie ich hier zum Beispiel, der den Skin verwendet von meinem DJ-Deck, mit dem ich auch arbeite, mit dem XDJ R1, ist zum Beispiel etwas eine Browser-Vergrößerung für Leute, die mal schnell einen Titel suchen und dann hier unten in diesem kleinen Fenster nicht immer drauf gucken können. Die können sich diesen Browser zum Beispiel künstlich vergrößern und können das hier über einen Button größer oder kleiner machen. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Funktion, die ich vorher auch noch gar nicht kannte. Ja, das waren zwei Funktionen, die ich jetzt neu rausgefunden habe. Ich werde sie nächstes Wochenende auf den Gigs gleich mal testen. Daher sage ich auch heute wieder vielen Dank für die heutige DJ-Challenge. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Mike.